Also 21 Jahre lang und sie wurde beschrieben als eine eiserne Frau. Sie regierte Ägypten mit einer eisernen Faust. Also 21 Jahre lang und sie wurde dargestellt als ein Mann hier. In ihrem Leben, zu ihrer Regierungszeit, schickte er viele Expeditionen nach verschiedenen Ländern. Und sie schickte zum Beispiel nach dem Bundland eine Expedition. Und das ist das Allerheiligste der Kapelle. Das im Allerheiligsten gab es damals also hier einen Altar. Auf diesem Altar stand damals oder befand sich damals eine heilige Barke. Ich werde davon erzählen.
hier an diese Hohlkehle. Hier oben, ganz oben rechts auf der Fassade, ganz oben rechts, sieht man den König, der hier eine pharaonische Tracht trägt, obwohl er ein fremder König war, aber er trägt hier auf seinem Kopf die Krone von Oberägypten. Und er steht hier vor einer Reihe von den Göttern. Er steht hier vor dem Gott Ra Hor-Akhter. Diesen Gott haben wir gestern gesehen. Ich habe Ihnen gesagt, dass sein Name in Hieroglyphen so geschrieben ist. Und er wurde in dieser Form dargestellt. Er ist hier dargestellt mit Weib, mit männlichen Körperlust. Aber zur Zeit der Griechen hatten sie andere Säulen. Hier fallen nur Säulen. Die Tempel wurde zur Zeit der Griechen gebaut. Auch den Tempel, den wir zufrieden immer haben. Dann wir hatten diese Tempel, obwohl die meisten Arbeiter, die in den Arbeiten hier teilgenommen hatten, also Ägypter waren, aber also jetzt auf den Tempel. Diese Nilometer für Wasserstand. Also dieser Nilometer verband und verbindet noch bis heute den Nil mit dem Tempel durch einen steilen Weg. Und 10 Meter davor gab es einen Brunnen und dieser Brunnen war mit sich 10 Ellen versehen. Wenn die Wasserhöhe bis die sich 10. Elle erreicht hat, es symbolisierte damals, dass der Nil dieses Jahr gut überschwemmt hat und die Bauer muss und er selbst musste keinen Steuern zahlen. Thank you.
halt, glaube ich, auch gelernt. Ne? Gab es in jedem Dorf hier in Ägypten, also gab es in Ägypten ein Fest, weil jedes Dorf hatte damals einen lokalen Gott.
Und gab es immer täglich Fest hier irgendwo in Ägypten. Die Tage der Feste wurden hier registriert. Zum Beispiel hier am 8. Tag des 3. Monats, also gab es damals ein Fest von der Göttin Isis. Und er hebt ihr Lebenszeichen an ihre Nase. Und hier auf dem unteren Bett sieht man zwei Schutzgöttinnen, die an die Füße der beiden Götter spielen. Sehen Sie das? Sie wollten die beiden Götter dabei also amüsieren, man kann sagen. Hier sieht man den Gott Osiris. Von dem Gott Osiris sieht man den Gott Chmum. Diesen Gott sehen wir zum ersten Mal. Er war der pharaonische Schöpfergott. Und nach dem pharaonischen Glauben, die Pharaonen glaubten, dass dieser Gott Chnom, hier sitzt hier nochmal auf seinem Thronsessel, sie glaubten, dass dieser Gott Chnom alle Rassen auf der Erde auf dieser Töpferscheibe geschaffen hatte damals. Das ist eine pharaonische Tradition. Thank you.
Person, das für die Massage oder sicheren auch Hautöl macht. Das ist nichts. Also, sich versichern, ein Teil Sandelholz, mit einem Teil Milch und mit einem Teil Honig. Und dann schütteln Sie die Flasche gut und stellen Sie die Flasche in den Kühlschrank für eine Woche. Sehr gut gegen Rheumatismus in die Haut. Gut auch gegen alle Knochenschmerzen. Alle Knochenschmerzen. Also wie Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Bandscheibe, Knieschmerzen. Für alle Körper.
Kanka gidiyorlar. Jacke nicht vor der Ausdehnung. Das ist doch mein Tag, glaube ich.